Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Map Hof Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja Getreideschrot zu der Getreidemühle gebracht. Ich bin gerade auf dem Weg zu der Hopfenplantage, denn wir haben ja so ein bisschen was an Hopfen da. Und den werden wir in der heutigen Folge verkaufen. Ich werde nochmal zwei Fuhren jetzt hier voll machen mit dem wunderschönen Hopfen. Und werde das Ganze dann auch, die Produktion wieder anschmeißen. Das ist so die Aufgabe heute. Und dann werden wir Hopfen verkaufen. Und zwar beim neuen Brauerei-An- und Verkauf. Ne? Da werden wir ein bisschen Geld dafür bekommen. Und das werden wir uns gleich angucken. Ich werde jetzt gleich nochmal hier so ein paar Hopfenreben oder Dolde, glaube ich, hatten die gesagt. Schauen wir mal, ne? Man nennt mich auch neuerdings den Malzgott. Ja? Oder den Hopfengott. So, gucken wir mal. Schauen wir mal weiter hier. So, wir haben eine Reihe bisher geerntet. Und der Ertrag, ich zeige euch das gleich mal, der ist Wahnsinn, ne, den wir da haben. Schauen wir mal. So. Gucken wir. Klappen wir das mal aus hier, ne? Dann fahren wir einmal ran hier. So. Ausgefahren haben wir es. Da müssen wir mit B einmal den ganzen Spaß hier aktivieren. Und dann fahren wir hier relativ nah dran. Ich muss mal gucken. So, dann erntet der hier, ne? Huch, jetzt sind wir ein bisschen zu nah dran. Sekunde. Ah, halt, stopp. Profi. Achtung. Wir müssen ein bisschen weiter rüber. So. Wird richtig schön aufgeladen. Wir könnten eigentlich auch wieder VCA aktivieren, ne? Warte mal, wir schieben das mal ein bisschen rüber. Müsste eigentlich passen, ne? Oder? Passt das? Ja, wir können ein Stückchen rüber. Ah, es passt, ne? VCA einfach einstellen und dann fährt er das hier schön ab. Dann macht er das hier schön voll. Und den Traubenbereich gibt es natürlich auch immer noch, ja. So, 85% haben wir. Und der Ertrag ist halt Wahnsinn, ne? So, wieder einklappen. Mit X. Und jetzt fahren wir einfach mal wieder zu unserer Produktion, werden da jetzt ein bisschen was reinpacken und werden dann dort die Produktion wieder starten. Und dann werden wir den ersten Hopfen verkaufen. Ich habe noch genügend Hopfen da bei unserer Bierproduktion, deswegen brauchen wir das nicht unbedingt. Für unsere Bierbrauerei, da habe ich noch genug rumliegen. Ich glaube, da habe ich noch so vier Hopfenballen rumliegen. Das ist nicht so wirklich wichtig dort. Deswegen werden wir es mal verkaufen. Da könnt ihr euch auch mal den neuen Verkauf anschauen. Und dann gucken wir uns das mal an. Ne? Der Ertrag ist halt schon recht groß. Ne? Finde ich. Also der ist riesig. Ich weiß nicht, ob Andi das vielleicht nochmal anpasst. Dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Aber ich finde das schon richtig, richtig krass, wie viel das ist. Das ist schon echt reichlich. Schauen wir mal. Und es ist grundsätzlich immer zu wenig, ne? Egal, was man erntet, es könnte immer mehr sein, ne? Mehr Geld, mehr Gewinn. Aber gucken wir mal, ne? So, fahren wir mal hier. Oh, guck mal, wie schnell der ist, ne? Der Schnibbelfend. Tipptopp. Und ich finde halt auch hier der Wagen, ey, der ist echt super gemacht. Finde ich wirklich top. Ach, herrlich. So, da fahren wir gleich mal rüber. Ist ja nicht weit weg hier unsere Produktion. Die ist ja gleich um die Ecke. Sehr gut. So. Let's go. Fahren wir dann mal rum. Das sieht alles sehr gut aus. So, weiter geht's. Dann da vorne links. Fahren wir gleich rüber. Ich hoffe, wir kriegen da nicht irgendwie was anderes. So, da vorne ist es. Da gucken wir gleich mal rein. Laden das einmal ab. Da fahren wir dann gleich mal rückwärts an die Produktion wieder ran. Sodass wir dann die Produktion wieder anwerfen. Und dann holen wir uns den kleinen Muli.
und werden mit dem Muli quasi die Hopfenballen verladen und dann auch die ersten Einnahmen quasi erzielen. Ne? So, wir fahren mal hier links. Da ist nämlich die Hopfenplantage oder die Hopfenverarbeitungsanlage. Bei einer Plantage waren wir ja gerade eben. Man sollte erst überlegen und dann reden. Ne? Besser ist das. So. Da seht ihr schon, guck mal, wie viel Hopfen wir schon haben. Ne? Das ist der pure Wahnsinn. Also der Ertrag ist wirklich sehr groß. Jetzt fahren wir hier mal rückwärts ran. Dann laden wir die gleich mal ab. So. Einmal abladen, bitte. Schön. Abgeladen ist es. Das heißt, wir können den Motor wieder ausmachen. Und starten die Produktion mal wieder. So, da liegt jetzt wieder ordentlich was. Also man kann zwei komplette Ladungen hier abladen. Und dann starten wir die Produktion. Zack. Dann zieht er jetzt wieder hier die einzelnen Dolden. Ich glaube, so heißt das. Habt ihr, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren. Vielen Dank auch dafür. Und die zieht er jetzt quasi hier hoch. Ne? Wird verarbeitet, werden die abgefüllt und da kommen dann wieder diese schicken Ballen hier raus. Ne? Sehr gut. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Hof. Und wir schauen mal. Ne? Gerade mal aus dem Chat eine Info gekriegt, dass das hier in drei Teile wohl unterteilt wird. Ne? Finde ich gut. Uli, guten Abend, hallo. So, wir gehen mal zu unserem Kaninchenstall. Die können wir nämlich auch bald befüllen. Denn hier wächst schon leckerer Salat. So, hier haben wir noch den Muli rumstehen. Den nutzen wir auch. Ist echt ein Allzweckgerät. Und mit dem Fahrzeug können wir halt richtig cool Sachen transportieren. Unter anderem, ich lege mal die Palette kurz beiseite hier, die gute Euro-Palette. 25 Euro Pfand, ne? Huch, ach, da fliegen sie, die 25 Euro. So, sehr gut. Dann steigen wir mal ein hier. Und fahren mal rüber zu der Hopfenproduktion. Und werden das Ganze dann hier hinten beim Brauereiankauf verkaufen. Ne? Und ich bin gespannt, wie viel Geld wir dafür bekommen. Also das wird richtig, richtig gut werden. Und ich glaube, das ist die neue Gelddruckmaschine hier auf der Hof Bergmann. Ne? Da gibt es ja immer mal so ein paar Sachen. Ne? Die einen sagen Silageballen, die einen sagen Wein und. Und dann schauen wir mal. Ne? Das Update wird im April 2024 erscheinen. Wann genau das Datum gibt es aktuell noch nicht. Das heißt, da noch ein bisschen Geduld. Es wird noch aktuell fleißig getestet. Ein paar Sachen werden noch verbessert. Sodass das Ganze dann natürlich auch reibungslos läuft. Ne? Ja, aber wann genau, gibt es noch keine Info. So. Fahren wir da mal rum. Das ist ja auch gleich hier vorne. Mal echt, wirklich, obwohl die Map mittlerweile so groß gewachsen ist, hat man relativ die Produktionen sehr nah beieinander gepackt. Das finde ich halt auch sehr cool. Und es macht auch sehr viel Spaß, dann auch die neuen Regionen zu erkunden. So, da sind wir. Ich würde sagen, dann fahren wir hier mal ran und werden mal so ein bisschen hier den Hopfen verladen. Ne? Sehr schön. Gut, laden wir mal auf hier. Um das auszulagern, müsst ihr einfach hier rangehen, R drücken, dann laden wir mal 19 Stück aus, gehen da 19 Stück. Boah, ja, es geht. Guck mal, die werden dann hier schön in den Verladerbereich geladen. Die kann man dann schön mit der Hand hier aufnehmen. Ich denke mal, wenn wir ein, zweimal fahren müssen. Oder, warte mal, ich leg die so schön quer, ne? Dann passen nämlich immer drei Stück nebeneinander, das geht, glaube ich, ganz gut. Oh, drei Stück sollten gehen. Jo, das passt dann gleich zur Gurte drum. Und dann verkaufen wir den Spaß hier, ne? Sehr gut. Ja, komm, ein Stückchen rüber noch. Kriegen wir es noch hin? Ja, oh, das ist aber ganz schön eng, ne? Warte mal, ich schiebe noch mal ein bisschen von der anderen Seite. Ah, das geht, ne? Warte mal, noch mal ein bisschen ein Stückchen rüber. So ist gut. Das passt. Tipptopp. So, nächste. Dann legen wir mal am besten mal in die Mitte. Dann ein links, ein rechts. Dann geht das, glaube ich, einfacher, wenn wir das jetzt hier von hinten so ein bisschen einräumen. Zack. Der gute Hopfen, ne? Und den Hopfen kann man natürlich auch für die eigene Brauerei nutzen. Das geht natürlich auch, ne? Klar, dafür ist er ja da. Dafür ist ja auch die Produktion da.
Aber ich habe noch genug auf Lager, deswegen nutze ich den jetzt nicht dafür. So, warte mal, jetzt kriegen wir noch, können wir noch quer hin? Nee, ne? Ah, eine weitere Reihe kriegen wir nicht. Da müssen wir da hochstapeln. Ihr kennt mich ja, ich bin ein bekannter Hochstapler. So. Seht ihr auch die gleichen Ballen hier? Die sehen genauso aus, als wenn ihr die kauft. Ihr könnt ja auch kaufen, ne? Wenn ihr jetzt keinen Bock habt, Hopfen zu machen, könnt ihr den Spaß auch im Shop kaufen. Das geht natürlich auch, ne? So. Dann verladen wir den Spaß hier auch nochmal. Auf der anderen Seite. Ah, das müssen wir noch ein bisschen drücken, ne? Sehr schön. Da kriegen wir noch eine Reihe oben drauf, ne? Also da müssen wir richtig schön hoch, hoch machen, den ganzen Spaß. Wupp. Sehr gut. Zack. Ja, ein Stückchen noch nach vorne. Das Verladen ist halt immer so typisch Hof-Bergmann-like, ne? Viele kleine Sachen. So Micromanagement, ich mag das ja. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen Autoloader gibt, weil die Frage wird bestimmt irgendwann mal wieder kommen. Aber ich brauche keinen Autoloader. Kriege ich da hier hinten noch einen drauf? Guck mal, da können wir das so ein bisschen gegenkontern vom Gewicht her. Passt das? Ja, guck mal. Da kriegen wir auch nochmal einen hin. Oder sogar zwei. Ne, zwei wird, glaube ich, nicht passen, oder? Ich teste das mal. Ob da noch ein weiterer hinpasst. Man kann da auch reinfahren. Das geht auch. Das geht natürlich auch. Also da wir jetzt gerade die ganzen Ballen hatten, habe ich jetzt mal nicht gemacht. Ja, hier wird es, glaube ich, schwer, oder? Kann ich den da einkeilen? Nee. Passt da wieder nicht, ne? Nee. Schade. Da müssen wir das ein bisschen anders vom Gewicht her verlagern. Da müssen wir das ein bisschen mittig machen. So. Tipptopp. Ach, schön Verlademann und Söhne, Leute. Hochkant? Ja, Hochkant würde auch gehen. Stimmt. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viele. Machen wir beim nächsten Mal. Sehr schön. Aber wäre möglich Hochkant gegangen, ne? Nebeneinander. Jetzt machen wir da vorne nochmal einen hin. Dann haben wir schön das Gewicht verteilt. Ich habe noch ein paar da, die will ich aufheben. Ich werde jetzt nur die eine Ladung mal verkaufen. Und dann will ich gleich mal gucken, was das Ganze denn geldlich für uns bringt. So, guck mal. Haben wir alles schön verzurrt. Dann machen wir die Bambule-Lampen an und dann fahren wir mal los hier. Auf geht es. Oh, guck mal, das eine kippt fast um hier, ne? Ach, das geht, Leute. Oi, lockerleile. Jetzt brauchen wir nur so ein bisschen, hier Punjabi-MC-Musik, ne? So, wir müssen jetzt zu unserem Hof fahren, beziehungsweise zu der Brauerei, hinter der Brauerei. Und da können wir das verkaufen, ne? Sehr schön, guck mal. Ach. Oder, wie damals Kaya ja nah, ne? Hier mit, wie war das? Kayas Fahrschule oder so, ne? Wie hießen die nochmal? Das war auch mal lustig. Fahrschule Hildes oder so hieß das doch, oder? Das war auch mal lustig. Die haben so Waschmaschinen oben drauf gehabt und so. Das war auch immer sehr cool. Das wäre halt auch, war auch immer, nee, so hießen die nicht. Nee, nee. Die hießen nicht Alibaba, Leute. Die hießen irgendwie Hildes. Ich glaube, Fahrschule Hildes oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das war auch immer sehr lustig. Nee, Fahrschule Hilderim. Genau, Fahrschule Hilderim, glaube ich, hieß das. Ja. Oh, warte, wir müssen hier lang. Hier ist nämlich der Brauereiverkauf. Müssen wir hier links. Und dann schauen wir mal, ne? Wo denn da der Verkaufspunkt gleich ist. Fahrschule Hilderim, genau. So hieß das. So, der Brauereiverkauf ist direkt hinter der Brauerei. Also hier hinten langfahren. Und dann muss der hier vorne irgendwo sein, ne? Ich weiß es gar nicht. Ach, guck mal, da vorne. Ah, da. Sehr gut. Mal gucken, was wir für die Sachen hier bekommen. Sehr schön. Und hier ist der Verkauf, ne? Ich fahre jetzt einfach mal hier in das Ding rein.
Und dann gucken wir gleich mal, was wir denn dafür bekommen werden. Ich mache mal kurz einen Screenshot, weil den brauche ich. Zack. So, und dann fahren wir mal durch. Dann gucken wir mal. Verkauf. Boah, guck mal. Da läuft es raus, ne? Uiuiui. Leute, das ist ja pures Gold. Das ist ja Gold, Leute. WTF? Was ist das denn für ein Preis? Wegen Reichtum geschlossen, Leute. Macht Hopfen auf der Hofberg, Mann. 17.000 für 1.000 Liter. Ich glaube, wir machen nur noch Hopfen, Leute. 142.000 Euro und 2.400 Umweltbonus. Alter Vater. Einfach die auf Bergmann durchgespielt. So. Das ist die 1-4er, ist das, Danny? Die 1-4er habe ich. Einfach durchgespielt. Krass. Das geht doch. Welcher Schwierigkeitsgrad? Einfach. Aber trotzdem. Das ist schon köstlich. Was gibt's denn im Angebot, Leute? Lass mal gucken. Wir können bestimmt was, einfach LS durchgespielt. Was gibt's denn Schönes hier? Na, ja, leider nichts Schönes. Das ist der Preisfehler. Wurde schon behoben. Ich weiß. Wenn die Hopfenplantage nur nicht für mich zu teuer wäre. Ach, ist doch egal. Wie jetzt? Du spielst auf einfach? Ja. Warum denn nicht? Leute, die Leute wollen ja hier Action sehen. So. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Ne? Also das ist schon köstlich. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, Leute, da würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge wegen Reichtum geschlossen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu. Und ja, das wird schon gepatcht, ne? Dass der Preis nicht mehr so hoch ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lukratives Geschäft hier. Und das passt schon ganz gut. Ne? So, Leute, ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.